So, open, oder? Ist er schon open. Und seiner Kinder kauft so sein, der Vater braucht einen Knödel, bald ist wieder Mitte zum Zahlen. Ah, da kommen sie eh schon. Sie ist geschüttelt da. Ah, der, da ist wieder einer fleißig am Einkaufen. Ja, komm her. Ich brauche ja einen Knödel. Taugt euch das Spiel, Leute? Macht es dann nochmal Umfrage. Wie findet ihr das Spiel? Also, es ist nicht sch, muss ich sagen. Wie findest du es? Schreib es mir in die Kommentare. Was tust du? Da schmierst du ein bisschen ein Puder Zucker auf der. Was ist, Oma, aus kein Knädel oder was? Die pensionsniedrig angesetzt? Da kommt gar nicht meiner! Kommt einer, jammert und kauft nichts, die dumme Sau! Gott sei Dank bin ich so nett, weil dann zuvorkommen, sonst war ich eigentlich noch ein schlechter Verkäufer. Irgendwas war schon wieder zu teuer! Tätschen kannst du haben. Wasserflasche ist zu teuer. Verpiss dich aus meinem Land! Schleich dich aus! Du brauchst kein Müll kaufen, Depperter, wo das Wasser zu teuer ist! Gut, ich brauch's Geld, Arschloch. Verpiss dich. Kann ich nicht, das soll ich euch schenken oder was das zeigt? Ich meine, seid ein bisschen deppert. Was ist denn Puppe, Alter? Ein ganzes Packel Milch, da bitte würde ich heim, du. Halt mir da 200 in die Hand und seid uns ein Fünfer. Super geil. So, ein paar kleine Eier, Alter. Hat deiner daheim gleich keine mehr, oder was? Ja, auf einmal geht's ja höher. Ich hoffe für gar nichts, das muss ich gleich mal geklärt haben. Hey, dein Song ist richtig geil, na Gott sei Dank. Klar, Alter, wenn es ein bisschen um Geld geht, haben wir wieder alle die Karten in der Hand. Das ist ein bisschen nervig da. Ich meine, es ist zwar originalgetreuer, aber es ist trotzdem nervig. Da hat ja wer richtig Knädel, he? Hoffentlich hat es Taschengeld gegeben oder was? So, alle fertig? Nein, wir haben noch ein bisschen offen. Licht anmachen. Ja, mach ich ja schon. Gottes Willen, stresst's mich nicht. Strom sparen, Alter, ich hab kein Geld. Was hast du denn genommen? Ein Packerl Eier oder der Bauer, ey. Wenn du schon nichts in der Hosen hast, dann wenigstens im Einkaufssackerl, gell, geschüttelter. Oha, der Hund kauft keinen halben Lohn. Das sind wir lieber drin. Wollen die Leute heute kein Wasser? Das ist ja einer zu teuer. Ach, Alter, ja, ich geh schon Wasser günstiger machen. Die geschüttelten 4 Dollar, Alter. Dann nehmt's, Alter, ich geb's euch für 3, einfach weil ich keinen Sch Bock hab, dass ich da jetzt das Cent rausgibt die ganze Zeit. So. Und dann werdet ihr es wohl auch kaufen, weil sonst druck ich sowieso alles aus. 12. So. Nein, nein, Alter, ein bisschen. Ja, genau, 1208 für seine zwei Toastbrot. Ja, was ist denn, Alter? Hab ich jetzt einen nervösen Finger oder was? Kommt denn schwer? Ja, weil keiner da ist, dann kannst du keinen finden, Depperter. Sehe ich ja, dass keiner da ist. Ich hab die Essiggurken von Südamerika nicht gefunden, weil ich sie nicht bestellt hab! Ja, geh her da, Puppe. Alter, ist dir nicht kalt, Alter? Es ist Fenster draußen. Alter, du gehst herum, Alter, wie so ein Straßentieren. Und dann wohnen, wenn da wer am greift. Sei mir nicht böse, kann man sich nicht ein Winkel sinngemäß anziehen auf die Nacht, wenn man vor die Tür geht, mitten in der Stadt? Entschuldigung, aber dein Bauchnabel schaut so aus, als würde er mich einsaugen wollen, wie so ein schwarzes Loch. Sei mir nicht böse. Geht da her, Alter, mit einem Weih, wie so ein Straßentier für Toastbrot. Ich meine, der hat immer ins Hirn. Ehrlich jetzt, da kannst du nicht so einkaufen, gell. Sind ja alle angespritzt, Alter, das ist ja nicht normal. Wann ist denn die Miete eigentlich zum Zahlen? Steht da was? Miete 0. Wann ist denn immer zum Zahlen? Rechnungen 0. Ja, zu viel Zucker gepudert, ja. Ja, aber ich muss eh wieder Produkte einkaufen, es hilft ja nichts. Ja, das nehmen wir von allen. Einmal. Außer Wasser, da haben wir mehr wie genug.
was Maximum erreicht. Ich hau da gleich einen Schädel ein, Alter. Jetzt hab ich ein 10er Maximum, Alter. Seid ihr alle angespritzt oder was? Jetzt kann ich den Schädel separat bestellen, weil Maximum erreicht. Ja, wir spielen. Die Nudeln und das Brot sind Mehrwert. Ja, ist mir jetzt wurscht. Die fixen einmal, Alter. So, was wir nicht brauchen können, stellen wir da mal da an, ist doch scheißegal. Müll haben wir jetzt zwei volle Regale. Toastbrot. Wenigstens speichert er die Preise, wenigstens muss ich dir nicht jedes Mal neu eingeben. Wenn einmal ein Regal leer wird, so ein Tee haben wir noch nicht eingezeichnet, den machen wir nachher gleich. Nudeln haben wir auch schon gar nicht mehr. Alter, sortieren wie der Spar. Ja, sehe ich, sehe höher. Alter, Weltmarkt, Weltmarktführender im Sortiment. Was der Makro alles hat, das täten die anderen gern führen in einen Lohn. Käse haben wir noch. Den überhaupt schon verkauft? Da ist kein einziger Käse weggekommen. Ist der Käse auch noch zu teuer oder was willst du mit sagen? Eier sind ein paar weggegangen, Milch ist auch ein bisschen was weggegangen, aber der Käse ist teuer. Das kann doch bitte gar schein, oder? Muss ich wirklich jetzt anfangen, schon oder Centbeträge dazu zu nehmen? Ihr seid sicher Schweine. Wirklich, der Gott, das ist ja, seid's mir nicht besser. Das verstehe ich da nicht. Erstmal hallo bitte. Moin, sorry, Lennox geil. Grüße. Danke für den Follower. Am PC bei Bank. Was tut, muss ich das zahlen oder was? So, das Kühlregal brauchen wir eigentlich in den nächsten Tagen nichts mehr bestellen, wenn es so bleibt. Weil wir haben eigentlich alle Bestände. Öl, 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 Kernöl. Schwarzer Kaffee. Und was ist das letzte? Eier. Ja, fast voll, die Gerale, die Regale. So, Gerale, was ist los mit mir? Boah, spei mich fast an. So, ich werde ein bisschen was. 5,78 werden der Kandel, Alter, da müssen ja 7 drin sein. Da hat es nicht immer so umeinander jammern. Was kriege ich für einen Kaffee? 12, gell? Also bitte, geh schon. So, let's go! Open the door! Chef racht sich in der Kasse nicht an, weil wir sind ja modern. Gerne für den ganzen Mod. Schön, dass ihr alle da seid. Licht, Alter, es ist höllisch der Tag, Alter. Stromsparen ist ein Fremdwort. Was ist bei der Bank noch schnell, weil irgendwer was gesagt hat wegen der, bei der Bank? Das schauen wir jetzt kurz noch an. Komme ich nämlich nicht ganz mit sonst. Bank, habe ich da Zahlungen? Basiskredit, nein, ich kann nur einen Kredit aufnehmen. Wenn ich wirklich mal einen brauche, vielleicht schon fast. Ja. Erstmal hallo bitte. Ganze zwei Backel, da ist der geschüttelte, Alter, der James Bond für einmal, hä? Der 00G. 14,3. Haben wir ganze Skala, hast beim letzten Auftrag wieder irgendeinen russischen Mafia-Boss antrat, dass du jetzt ganze Zuhabackel Toastbrot kaufen kannst, ha? Na viel Spaß beim Fressen, Geschüttelter! Verwaltung? Nein, habe ich noch nicht, das mache ich, wenn der Lohn zu ist dann. Oh, schau, der ist mir sympathisch, der kauft gleich und, Alter, der. Die lasst einmal ein Geld auch da, ne? Nicht so wie die anderen. Die lasst einmal was da auch. Mehl ist zu teuer. Alter, wenn du das Backelmehl nicht leisten kannst, Alter, dann geh die Bio-Container bei deinen Nachbarn durchstöbern. Vielleicht hat ja einer welche mit Wirmen dort reingeschmissen und dann packen wir ein Brot und geschüttelte. Alter, wie weit soll ich runtergehen? Soll ich da schenken, Depperte, oder was? Aber Milch um 4 Euro ist kein Problem! Ein Kaffee sucht der, Alter.
Wenn ihr euch alle mal fragt, wie der Zac Efron einmal mit 60 ausschauen wird, bitte. Da habt ihr ihn. Mit seiner Schmalzlocken. Alter, der gestern noch bei Baywatch hat einen Haumtaucher gespielt, heute ist er alt und grau, der Geschüttelte. Ich muss leider morgen wieder hackeln. Viel Spaß noch beim Zusehen. Dann wollen jetzt bleibt da. Schau, da hat er mal wer gekauft. Schau dir das an. Der versorgt einen ganzen Haushalt. Schau dir das an, Alter. Schon langsam werden die Leute ja mutig beim Kaufen. Nicht alles nur irgendwelche Pimpernlutscher. Ja, da kauft einmal einer einen Käse, gnädiger Herr. Sie geschwollener Sheldon Cooper für Arme. Danke, dass Sie den ersten Käse kaufen. Der war nämlich bald angelaufen. Der Pensionisten Sheldon einkaufen kommt bei mir, hätte ich mir auch nicht gedacht. Weil dein Ausschnitt, Alter, magst du dich bloß mit den Ohrknöpfen weiter unten aufmachen, eh? Dass ich wenigstens vielleicht ein paar Perverse anlocken kann in mein Geschäft, Puppe. Ich meine, wenn du ja so freizügig bist, lass gleich ein bisschen die Nippel rausblitzen. Ich brauche mehr Kunden. Was glaubst du, wie gut sich das verkaufen lässt? Wenn du willst, kannst du ja da in die Vitrine stellen, oder mit der offenen bloßen Geschüttelte. Aber so die außer präsentieren, Alter. Pass auf, dass da deine zwei Nasenringe vom Ochsen vom Nachbarn nicht irgendwann runterfallen, weil sie so schwer sind, als deine Arbeitsschlot. Geschüttelte, wirklich, sei mir nicht besser. So daherkommen, Alter. Ja, da, so kann man sie anziehen, weißt? Ich meine, sie schaut zwar drei, Alter, wie die Creepy Cat, Alter, aber sie hat die Blusen zugeknöpft, die hässliche. Mädel, Alter, ist das ein Sumsi-Konto auf der Reika oder was? Du bist ja noch keine 14. Das ist schon wieder Meister Proper. Du geile Butterblume, du Schöne! Ja, den Cent, ich schieb dir den ein, gib her. Da gehen wir halt runter auf einen Sechser. Ja gut, der ist wirklich teuer. Der ist wirklich teuer, der Butterzucker. Da will ich jetzt gar nicht zu viel jetzt da um einen unten malen, der ist wirklich teuer. Im Verhältnis. Gleich zwei Scheiben Käse, Alter. Alter, ich hoffe dir, dass du keine Laktoseintoleranz hast, weil sonst schwebst du halt auf die Nacht, Alter, als wie auf einem fliegenden Teppich. Unter der Bettdecken geschüttelter. Was heißt, bei mir will man nicht ein. Alter, gerade bei mir, der tut jetzt Geld dafür zahlen, nur damit die mir an die Kasse seid, Stefanie. Du nicht so deppert. Und dann würdest du unter die Kasse durchkrallen, damit. Ah, lass mal das. Der Mann in Black kauft auch bei dir. Der Mann in Black, der Mann in Black, ja. Schau, der Erste, was er Wasser kauft, ich glaube, ich spinne. Der Hund muss Geld haben. Na, ja, schaut euch das an, wie die Preise. Ja, der schwarze Tee geht besser weg, als ich geschätzt hätte. Ja, werden da ein Zimmer aktiviert. So, der Tag war auch wieder gerannt und die Regale sind noch gar nicht ganz leer, das ist doch schon mal schön. Ja, es läuft immer besser da. Müssen wir bald das Sortiment verbessern. Aber einen Tag warten wir sicher noch, weil jetzt füllen wir die Regale zur Gänze auf. Zur Gänze. Ich tänze mit die Gänze, gell? Nur, dass wir das kurz einmal geklärt haben. Ich schranze mit der Gänze. Geh. Geh wie Gehbauer. Mag Gehbauer. Case. Da haben sie wieder fleißig nichts gekauft. Wasser ist sowieso noch eine Flasche, glaube ich, weggegangen. Sind die Sachen, ich habe jetzt gar nicht so darauf geachtet, wenn was schon wieder zu teuer war. Aber Eier gingen recht gut. Da konnte man bald morgen wieder welche bestellen. Heute brauchen wir es nicht bestellen, aber morgen können wir wieder welche bestellen. Mö. Ein Backel Müll. Ich hör auch noch Steuer, gell, ist Müll. Müll, Müll, Kern, Öl. Was kostet denn das Müll eigentlich im Marktwert? Du ich geile Butterblume, du Schöne! Ja, die Fünfe müssen es fressen. Wenn es einer Steuer ist, sind es. Butterzucker können wir eigentlich auch so lassen, ja. Der Rest geht eh relativ gut. Herr, ich kann gar nicht mehr so viel jammern. Ryuichi, was ist? Ah, Gregor Inti, danke für dein Abo. Du hast Rechnung, ist gestanden. Und wo sehe ich die Rechnung?
Zahlungen, da habe ich nichts. Darlehen habe ich auch nicht zurück. Auch nicht da zurück, Gottes Willen. Wo stehen denn die Verwaltung, oder? Rechnungen. Eieieiei. Bezahlen. Die gängen. Die lassen, die kann man bezahlen. Die waren jetzt nicht so tragisch. So, Markt. Von allen wieder einkaufen. Eins. Außer Kühlregalsachen brauche ich tatsächlich nicht. Also die Preise fangen irgendwann ist variieren auch, ist auch nicht schlecht. Salto. Ja, passt. Oder haben wir irgendwo. Ja, nehmen wir halt noch ein Backel. Dann haben wir ein bisschen mehr auf Reserve kaufen. Nicht, Mann, ich weiß. Und die Miete zahlst du nicht. Wo ist die Miete schon zum Zahlen? Jetzt warte mir nicht. Wo ist denn der gestanden? Verwaltung? Wo steht denn Miete? Also Miete. So, sind wir jetzt zufrieden? Ui. Memo. Nudeln, da haben. Warte mal, bevor ich muss einmal alles angefangen haben zu meistern, damit die auch nicht zu viel Platz verschwenden. Butterzucker. Was haben wir da? Der Tee, der geht auch gut. Aber den Rest lassen wir auch da hinten. Wir haben leider noch kein Lager, aber anscheinend stört es kein Schwanz, wenn die Sachen einfach da in der Ecke stehen bleiben. Sind wir rechts. Der Kaffee, wo haben wir da hin? Der ist weg, gell? Der Kaffee geht richtig gut weg. Sollte ich eigentlich das nächste Mal gleich zwei Packerl ordern und zwei Regale auffüllen, tatsächlich. Der geht nämlich wirklich ganz gut weg, eigentlich. Toastbrot sowieso, das fressen sie da aus der Hand, wortwörtlich. Also, was tue ich? Muss nicht alle Schachteln aufkönnen. Ich habe wirklich noch zwei Spackel Müll gekauft, gell? Das hätte mir vielleicht auch erspart. Naja, dann haben wir für den nächsten Tag. Oh, Cornflakes. Da haben sie nicht so viel. In meinem Büttel ist mehr weggegangen, aber gut, damit nicht. Geht es ja noch immer nicht so ganz gut weg da, aber jetzt mit 5er bin ich glaube ich sehr fair vom Preis her. Hätte ich gesagt, du kannst die Rechnung selbst bezahlen. Oder nach 3 Tagen hat er mal. Super, jetzt habe ich noch ein Cornflakes-Packel zu viel. Nudeln da dazu. Da hätte ich sogar noch welche Steine gehabt, aber dann zählen wir es können. Ja, die Regale sind jetzt gut gefüllt eigentlich. Nun starten wir los. Machen wir ein bisschen Umsatz. Papa braucht Kohle. Was? Für einen Tresor. Stimmt, aber ohne Code. Schau, endlich kauft wer das Wasser. Das mit der Kredit. Kann ich das eigentlich jetzt da so? Nein, geht nicht. Ich hätte erhofft, geht aber nichts. Schau, der Jason ist wieder da. Geschüttelt da, weil er schaut so schlecht aus in der Hocken, dass du bei mir einkaufen gehst. Butterzucker. Ja, klar. Ach, wie viel kriegst du denn zurück? 94, da bitte. Alter, die Leute haben Geld, Alter. Aber der Jason hat noch ein bisschen Knädel, der hat einkauft. $2. Also $20 Miete am Tag für so einen Laden ist eigentlich geschenkt, gell? Also, das wirst du im Real Life nirgends da finden. Die Alter, der Kaffee geht echt verdammt gut weg, da brauche ich unbedingt beim nächsten Tag ein zweites Ding. Aber wir müssen auch bald einmal unseren Bestand aufbessern, also sprich mehr Ware, mehr Regale. Ja. Und wahrscheinlich irgendwann den Supermarkt auch ausbauen.
wenn man zu viel Wechselgeld gibt? Na, dann lass doch die einfach nicht. Oha! Madame, Alter, da ist aber wer richtig gut am Einkaufen, Alter. Halt die Luft an, muss man sagen. Also das war schon. Also die Leute, schon langsam werden sie mutig, schaut sich das an. Nicht immer nur ein Backel von irgendwas. Jetzt wird einkauft auch schon mittlerweile. Da kriegst du ja fast einen Stein da, Alter, beim Kassieren. Käse ist zu teuer für mich, ja, Alter. Dann gehackeln, deppert, dann kannst du Käse leisten. Genauso wie du ist Müsli. Was ist denn schon wieder euer Scheißproblem, Kinder? Der Käse ist zu teuer. Ich schiff am Schädel, dann weißt du, was teuer wird, Alter. Bitte. Ist halt die Gewinnspanne nicht so hoch. Der Käse mit 4,50 ist zu teuer. Viere. Aber weiter gehe ich nicht over. Jeder, der was jetzt noch sagt, der Käse ist zu teuer, kriegt ein Watschen. Die Milch geht auch nicht gar so gut weg, gell? Ja, aber das ist. Käse kommt zu. Was ist denn, Alter? Dann friss keinen, wenn du es dir nicht leisten kannst. Willst du mich verarschen, Deppertar? Jetzt schenk ihn dir schon völlig. Soll ich dir noch Geld dafür geben, dass du meinen Käse frisst, du dummer Hund? Ja, wie spinn! Milch ist teuer, ich schieb dir gleich ein Backel in. Die wollen ja wirklich, dass ich einer die Ware schenke. Ich glaube, ich spinne, Alter. Ja, Gepärte, Dreckskarten nicht, Alter. Ich bin gerade ein bisschen heiß. Die Kommazahlen anfangen, aber so, ich will es ihnen nicht schenken, das Zeug. Alter, die kaufen wir gerade im Laden leer, merke ich gerade. Das ist ja nämlich wirklich nicht schlecht, was sie jetzt einkaufen, die Leute. Muss ein bisschen im Hinterkopf bewahren, wie viel die Leute wirklich, wo die Leute noch jammern, wie das alles teuer ist. Das ist wichtig, damit die wirklich die Preise so anpasst, dass nicht mehr, dann passt ihr alles. Schaut gut aus. Was ist da? Mehl ist zu teuer. Ich muss schauen, dass die ganzen Sandler auch was zum Fressen haben. Ne? Müssen wir ja die Preise die Sandler angleichen, schaut aus. Ja, Alter, jetzt kommen wir uns wieder mit dir. Mit den ganzen Dingschichten daher, ein Öl, ein D. Alter, was ist denn, Alter? Jetzt lobe ich gerade vor, die Leute, dass sie was kaufen, Alter. Und dann kommt ihr Schneebrunzer daher und kommt zu einer Flasche Öl da. Ja, das geht. Den lade ich mir einrennen und dann verdiene ich was. Aber die bringt bei Alleinkäufe da vom Monkey Lutscher, Alter, weiß ich nicht. Geht's zum Nachbarn und holt sich ein Öl. Braucht's nicht. Alter, Mutti! Da hat ja wer richtig Knädel zum Ausgehen. Geht's zum Nachbarn und schnarrt euch dort ein Heferl, Öl, wenn ihr es euch nicht leisten könnt, mehr zum Kaufen. Was? Mehl ist nicht immer zu teuer, ey, Draht, und dann schiebst du ein, dann kauf keins, wenn ihr das da nicht leistet. Na wirklich. Jetzt bin ich mit dem Müll eh schon so weit runtergegangen, ich meine, irgendwo muss ich auch bleiben. Ich kann euch nicht was schenken. Das gibt's nie, der Lohn finanziert sich ja nicht von selber, ihr seid ja nicht ganz dicht, damit euch alles ist zu teuer. Der Kaffee ist schön weg, da kann ich zwei Backel kaufen. Auf jeden Fall, der geht gut. Also, was? Was denn? Was denn? Also, weil bin ich dumm. Ein paar Leute kaufen sie trotzdem. Ja, es geht schon was einer jetzt mittlerweile. Muss man sagen, es macht schon Laune, das Spiel. Die kaufen schon gut Eier, die Leute. Was ist denn? Da, Butterzucker. Butterzucker kaufen. Sechs oder neun genommen. Und die Regale sind gut leer geworden. Schon langsam kommen wir dann auf. Ey, Deppertar, wir haben dicht, Alter. Es ist nein, was ist denn mit dir los? Nein, wir haben noch open. Wieso haben wir noch open? Jetzt ist es zu. Oder? Nein.
Mein du Mises. Geile Butterblume, du Schöne! Thomas, der Tag jetzt kränkt, ja. Kurz einmal schauen. Ja. Dann machen wir einen Tag weiter. Wir sind auf 624. So. Marktverwaltung. Jetzt war ja mal eigentlich Rechnungen, okay. Jetzt muss ich mir da kurz einmal. Ja, da zahlen wir halt da zwei Sachen, also Ruhe. Anpassungen, kommt bald Lager. Lager gesperrt, Tausender zum Lager kaufen, ne? Ist immer ein bisschen steuer. Einstellungen schon wirklich. Up-Level 10 kann ich in den ersten Kassier einstellen, das ist geil. Aber die Regale muss ich trotzdem immer selber einrahmen. Abschnitt, 4x4 Meter mehr, ich brauch's zwar noch nicht, aber könnte man schon. Schaut, wie groß der Laden werden kann. Alter, schaut sich das an. Alter! Der 23. Abschnitt, Leute, kostet 160.000. Wer rampen da die Regale dann ein, wenn du so viel war umschlagst? Wenn ich nur Kassierer einstellen kann. Alter, ich geh doch nicht am. Alter, da brauche ich 8 Stunden, dass ich einen Tag eingeramt habe, alleinig. Das musst du echt alleinig machen? Halt die Goschen, Alter, das wird aber noch lustig. Leute, wir können auch. Ah, nein, oh, die nächsten. Obwohl, wir können schon wieder Lizenzen kaufen. Sollen wir schon kaufen oder sollen wir noch einen Tag warten? Ich glaube, es ist gescheiter. Wir machen die Regale voller mit den Produkten, kaufen noch ein Regal, dass wir wirklich zwei Flächen immer voll machen und bauen dann das Sortiment aus, oder? Was sagt ihr? Also, ich habe gesagt, wir warten noch mit dem nächsten Sortiment, kaufen uns jetzt dann noch ein Regal. Möbel. Was ist ein Scheinwerfer? Für was brauche ich noch einen Schein? Kassenschalter. Das ist alles noch nicht relevant für mich. Aber ein Regal brauchen wir noch. Und dann noch Produkte. Ne? Hätte ich gesagt. Was wir halt noch brauchen. Wir kaufen noch einmal wieder alles. Kaffee brauche ich unbedingt diesmal zwei. Wasserflaschen brauche ich nicht. Aber Käse ist gut gegangen. Kaffee. Eins, zwei. Ganz wichtig. Kaffee geht so gut weg. Schwarzer Tee, Milch ist glaube ich, Eier sind auch wieder gut gegangen und Käse und der Rest bleibt mir mal über. Der Rest ist gut gesagt, 49 Dollar, wow. So, dann machen wir die Regale jetzt voll. Und wenn der Tag auch so gut rennt und die Leute fleißig einkaufen, dann können wir bald das Sortiment natürlich vergrößern. Das geht sich jetzt ums Ohr, wo geht sich aus? Was, es hatte kurz. Alter, das ist halt wirklich da ein Millimeterspiel, gell, dass sich das ausgeht. Ganz kurz, Osten, schau. Was ist denn, Alter? Was bist denn traurig, Alter? Hat die keiner lieb, oder was? Nein, es geht nicht. Da muss ich vielleicht auch eher da her. Du geile Butterblume, du Schöne! Weiß eh, dass ich nicht bin. Ja, da kann man sich schon reinzwängen, das passt schon. So, einmal alles aufarbeiten, was wir noch da liegen haben, bevor wir da jetzt da wieder neige Schachteln reinzahlen, weil ich muss einmal das, was da liegt, ein Kühlregal braucht man halt auch bald noch eins. Das ist auf jeden Fall richtig. So, dann da. Sind die noch immer zu teuer gehabt, oder wie so? Nein, ein paar sind nicht gekommen eigentlich. Oh, da haben wir wieder welche nachbestellt, gell? Das haben wir, da haben wir jetzt wieder zu viel nachbestellt, eindeutig. Milch haben wir auch schon wieder bestellt. Ich bin gut im Bestellen. Nur nicht im Rechnen, wie viel das ich wirklich brauche. Mal da alles. Ein Tee. Ja, gut. Den haben wir jetzt auch noch nachbestellt. Aber wir können ja mal zwei Regale jetzt auffüllen. Jetzt haben wir genug Platz. Wasserflaschen habe ich noch nicht aufgefüllt, oder? Oh, die Wasserflaschen. Ja, das war vielleicht nicht so intelligent. Die Wasserflaschen waren sogar leer, aber ich Trottel habe jetzt alle Regale mit Milch aufgefüllt. Sehr gut hat er das gemacht, der Bauer. Gott sei Dank war er so ein Intelligenzbotzen, Alter. Der ist auch noch nicht so gut weggegangen. Der Käse darf auch noch immer zu teuer sein. Wir müssen ein bisschen reduzieren, damit der Käse nicht wieder zu teuer ist. Weil irgendwelche Wabler meinen schon wieder, du kannst ja nicht für den Käse dafür verlangen. Aber die Scheißbeträge gehen mir zwar ein bisschen am Arsch, aber wenn ich
einigermaßen gut wirtschaften will, muss ich leider auch mit Centbeträgen, warum wird das eigentlich als Lehrer da wieder hergestellt? Mit Centbeträgen immer noch und ärgern, auch wenn ich das eigentlich vermeiden wollte. Der Bruder zählt gar. Auch schon leer. Weg damit. Ist der auch noch zu teuer, glaubt der Bruder zählt gar? Schau mal aus mit Müll. Das Müll war ja auch noch zu teuer, gell, was ich gesehen habe. Werden wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen reduzieren. Die Leute müssen nicht leider was kaufen. Ich muss wohl oder übel anfangen mit Centbeträgen zum Arbeiten. Machen wir halt 4,20 und dann ist aber auch schon wieder mal eine Ruhe. Was haben wir da? Noch mehr Bilder circa. Der geht eigentlich eh relativ gut weg für das. Unser Lager ist halt jetzt einfach alles hinter der Kasse. Fertig. Können wir gar nicht lange diskutieren. Ist halt einfach so. Der geht echt gut weg, der schwarze Tee tatsächlich. Hätte mal. Aber was ganz pervers gut weggeht, ist der Kaffee. Also der ist echt nicht normal, wie der abgeht. So. Noch eine Schachtel bei Bildung. Drei, jetzt habe ich schon drei von der. Ich bin ja wirklich. Ja, das ist, ja. Ich soll ja da im Preis noch ein bisschen senken, dass die gut weggegangen, oder? 5,20? Jawohl, nein, der Preis passt. Der Preis, nein, bei 6 Dollar gehe ich nicht, bei 5,20 gehe ich nicht von die 6 runter. Ich meine, es muss ja unterm Strich für alle passen, oder? Du kannst das ja nicht jedem recht machen. Bin ich ehrlich, Zauberlehrling sind wir keine. Toastbrot haben wir auch schon lange keins mehr da gehabt, gell? Toastbrot, 1000 Bier saufen. Toastbrot! Das geht auch immer gut weg eigentlich, muss ich sagen. Das ist, lässt sich auch schnell verkaufen. Milch können wir jetzt natürlich auch nicht mehr. Scheiß drauf, lass mich kann. Wenn der zwei Backel mache ich jetzt nicht extra die Schachtel auf, dann lassen wir es halt da hinten leer stehen. Das Müll können wir eigentlich jetzt einfach da wegräumen eigentlich, weil das brauche ich auch nicht da. Nein, mach zu. Gut, Leute. Bau, Kerne. Ich habe schon gut eingekauft. Also, das Spiel hätte ich mir nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich habe schon gewusst beim Trailer, ja, okay, die Leute werden es vielleicht sehen wollen und dann probieren wir es aus und wahrscheinlich noch einmal spielen, kannst du das eh schmeißen, aber nein, es siehst, ich bin sowieso voll da, wie so los in. Entschuldigung. Wie so los in die Schachtel, mache ich die Schachtel nicht einfach wieder zu, so dass ich Schachteln aufeinander stapeln kann, ist doch eigentlich ein bisschen eine gescheitere Idee, oder? Aber ich muss sagen, hey, wieso ist das? Muss ich jetzt wissen, warum das auf einmal da liegt? Jetzt kommt einmal der Kaffee, auf den habe ich schon gewartet. Weil der geht wirklich pipi fein weg. Also den Kaffee, da kaufen sie die Arme, wenn es um einen Kaffee geht. Da habe ich extra jetzt diesmal zwei. Alter, warum habe ich so viel Käse bestellt? Alter, hat mir mein Hirn gesch. Der Hund kauft da drei Packel Käse, wer soll denn das alles kaufen? Das ist der zweite Kaffee. Jetzt habe ich das eine Regal aber nicht gut auffüllen können. Du geile Butterblume, du Schöne! Dann rahmen wir noch, wenn wir eh so viel Platz haben, dann rahmen wir ein, was wir noch über haben. Ich meine, wo kommen wir da hin? Was haben wir noch überschüssig? Tee, ich weiß nicht. Sollen wir noch Butterzuckerding voll machen und ein Müll, noch ein Müllfachel? Naja, wir haben so viel Platz in die Regale, dass wir das eigentlich schon. Weil ich kann nicht meine ganze Kasse zustellen, oder mit den ganzen Waren. Da wirst du ja deppert. Da ist noch einmal ein Käse, ich bin halt wirklich ein Blitzkneißer sondergleichen. Eier.
Noch mehr Käse. Puderzucker. Da störfe ich. Damit er weggeht. Ich muss ein bisschen Schachteln sortieren. Schwarzer Tee kommt. Da haben wir nichts mehr frei. Da her noch. Der geht ja auch gut weg. So. Ich glaube, jetzt haben wir relativ gut alles weggekramt, was wir. Warte, das hält nicht lang. Ich habe noch ein paar Mehl aufgemacht. Ja, nein, lass mal das. Den Rest lassen wir weg jetzt da. Also jetzt nur Regalmüll packe ich nicht ein. So, Kinder, duckt euch! Es geht gleich los! So, ab geht die So, Kinder, jetzt schon fertig. Jetzt gehen wir kassieren. Jetzt gehen wir Geld machen. Komm her. Was darf es denn sein? 21 gezahlt, du bist ja zu gültig. Da haben ja die Leute ein bisschen Geld. Nein, nicht. Ein bisschen viel. Nächste, Ketchup-Puppe, was haben wir? Sag ich, der Kaffee geht weg, das ist echt nicht normal. Ist der so spottbüllig oder was? Dann muss ich gleich. Das tue ich nicht schon. Dann muss ich ja gleich ein ganzes Regal nur Kaffee machen. Snacks hat eh, Grüße. So viel Zuseher, Leute, ich küsse doch eure Herzen. Also das zeigt zumindest, das Spiel hat Potenzial. Was hat denn der jetzt gejammert da hinten? Hat er geschaut, was er am Schürzteier war? Das Spiel hat auf jeden Fall Potenzial, dass wir so öfter spielen. Und der Käse ist schon jetzt da. Ich schlage euch alle um mit einem Scheißkaste, was ich. Und Nudeln sind jetzt teuer, warte mal. Käse 3,70 ist teuer. Ich klatsch dich doch gegen die Wand. 3,50, Alter. Und günstiger wird's nicht. Irgendwann muss ich dann auch noch bleiben, Alter. Ja gut, die. Ja, was witzen immer alle, ihr Schweine? 3,80. So. Jetzt reicht's mir. Was tue ich? So geht nix. 3. Günstiger wird's nicht, wirklich. Es reicht mir jetzt dann schon langsam mit eurer Jammerei, dann kauft's halt einfach nichts. Da hat er wieder wer. 80 Cent. Jetzt muss ich anfangen mit der Hilft nicht, muss so. Jawohl, da, danke schön. Der hat eine Karten, 26. Schaut euch das an! Es wird endlich einkauft in meinem Lohn. Nicht immer nur die Pimpelsachen da. Die Leute geben Geld aus. Das ist zwar jetzt wieder so ein beständiger mit dem Punkt, kommen heute. Ja, so mag er das, der Vati. Und Käse. 62, oder? Das ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Da, ne, Alter! Du hast da Potenzial. Ich sicher nicht, ich bin Ich weiß nicht, warum ihr mir alle zuschaut. Verstehe ich nicht, schaut es mir an. Schier wie die Nachtfenster. Alter, ein 80er. Und 42, Alter, das ist der. Da, geh weiter. Da, gib her. Alter, Mathe lernen tust du. Das Spiel ist für alle geistig schwache Rechner super, was Mathe angeht. Wirklich, da musst du wirklich viel rechnen, viel schnell. Ja, rechnen muss gar nichts eigentlich, aber ihr wisst, was ich meine. Auf einmal geht der Käse gut, ha? Ist ja Wahnsinn. 20 Cent günstiger und die Leute kaufen sie dumm und dämlich mit dem Käse. Wir brauchen noch einen Kühlschrank. Nudeln ist zu teuer für mich. Ich krieg gleich so einen Grant. So, 3,60. Letzter Preis. Die müssen auch aus, ihr wisst schon, was ich meine, Leute. Sicher kann ich jetzt sagen, Alter, ich hab die nicht so, aber im Endeffekt, wir müssen es auch verkaufen, weil im Endeffekt brauchen wir. Ich glaube, ich sollte wirklich die Preise jeden Tag, bevor ich Startdruck anpassen, weil die ändern sich ja, ne? Der Marktwert ändert sich. Und wenn der Marktwert scheiße ist, dann kaufst du die Preise nicht einfach. Also du kannst dann einmal ein Produkt bepreisen und dann sagen, das bleibt jetzt für immer so, das funktioniert anscheinend nicht. Wie man sieht. Alter, die kaufen echt nicht schlecht da jetzt mittlerweile. 1 Dollar da.
Es zahlt sich jetzt schon aus, der Lohn. 20, da kriegst du 5er. Jetzt ist denn da Udl wieder die Milch zu teuer, Alter, ich trau dich aus. 3,50, was ist der Marktpreis? Ja gut, dann gehen wir halt auf 3,30 und dann halt die Goschen. Wobei sie eigentlich... Nein, wie war denn das? Schaut sich gut die Milch ein. Was tue ich, deppert? Schaut sich das an, Alter. Die Regale gehen nicht gut weg, was willst du denn? Licht einschalten. Nicht jeder Kunde kann es dann wahrscheinlich leisten, oder weiß ich nicht. Du kannst das sicher nicht jedem recht machen. Hauptsache die Leute kaufen gut und viel ein, das ist wichtig. Ach du Scheiße. 14,90, hä? Gut einkauft, Bruder. Gut einkauft, geh weiter. Nächster! Was schreibt der da? Was ist mit dem Käse? Ich hab's jetzt nicht gelesen. Habt ihr was gelesen? Was hat der geschrieben? Preisänderungen werden bei dir Tagesbeginn angezeigt. Ja, ich hab's schon gesehen. Muss ich mir ein bisschen. Ah, die Mutti ist schon wieder da, Alter. Der hat gestern die Milch erst eingeschossen, seht ihr das? Kannst du deinen Blusen zuknipfen, Homer? Wenn du deinen Scheiß Push-Up jetzt ausziehst, dann kannst du es mit einem Bambusstapel hochwickeln. So tief werden der schon hängen, du alte Schachtel, Alter. Wahrscheinlich kannst du einen Bohnen aufwischen, brauchst nur ein Handtuch drum wickeln. Was ist? Also, ich mag dir mal ein Barcode geben. Geh weiter, Alter, die Leute rennen da, die rennen mir gerade die Bude ein. Was nicht schlecht ist, Gottes Willen, taugt mir. Ja, wow, wegen einem Zuckerpackerl, ja klar, die Alkoholikerin ist schon wieder da. Mich wundert sich, wenn ich einen Schnaps hätte, ich würde nur Schnaps kaufen. Die würde gar nichts anderes mitnehmen. Aber wahrscheinlich, weil dann nimmt sie jetzt den Wodka und haut einen Zucker dazu rein, damit er ein bisschen besser kickt. Und der schwarze Tee geht auch gut, aber der Kaffee... Es geht alles eigentlich... Also ich kann mich jetzt gar nicht beschweren, jetzt gehen die Sachen echt gut. Da, der Kaffee sowieso nur das teuerste vom teuersten. 31. Einer Packung Cornflakes. Und mit was frisst das Depper? Da brauchst du keine Milch. Mal packen Nudeln. Sind wir fertig? Naja, der Gewinn ist eigentlich relativ gleich geblieben wie am vorigen Tag tatsächlich. Ist jetzt nicht unbedingt viel besser geworden. Aber wir könnten ja anfangen, das Sortiment zu vergrößern. Wisst ihr, was ein bisschen scheiße ist? Ich kann jetzt da nicht, wenn da jetzt da überall nur ein paar Sachen drin sind, die zusammenlegen. Der ist tatsächlich, nervt mir ein bisschen. Das geht nicht. Oder muss ich dafür leere Schachteln haben? Ich weiß es nicht. So, der Riesenumsatz. Jetzt haben wir wieder Platz für Wasserflaschen, Gott sei Dank. Was haben wir noch? Müll, Müll, Müll. Da ist noch Platz für Müll. Da ist noch Platz für Müll. Müll kaufe ich keins, da sollen wir auch Regale leer werden. Brauchen nicht so viele Regale. Milch. Käse ist auch gut gegangen diesmal. Ja, den haben sie da diesmal, da unten steht noch, genau, ein scheiß Milchbauer, das hole ich jetzt aber raus. Das hole ich jetzt aber raus, ich bin ja nicht deppert, komm. Ich geh nicht wegen einer Milch da umeinander, sei mir nicht besser. Werde ich das Regal leer lassen, nur weil da ein Milchpackel sich mit eingeschlichen hat. Wenn der Käse so gut geht. Wir brauchen noch ein Kühlregal tatsächlich, das stimmt schon. Wir haben da noch Eier, wir haben da noch Käse. Aber, weiß nicht, da ist ja noch ein Käse. Was wir jetzt noch. Nehmen wir die Lizenz jetzt einmal dazu und kaufen wir einfach ein, das hilft ja nichts. Nein, wobei, warte, die Lizenz ist ja trotzdem schweineteuer, ne? Was kostet die Lizenz die nächste? Ich glaube, ist 600, oder? 400. Nee, das ist halt schon. Ich muss mehr Umsätze generieren, bevor ich jetzt. Ist irgendwas runtergegangen vom Preis? Nee, Cornflakes-Packung.
Was brauch ich? Alter, da müssen, am besten, du musst schon mit. Cornflakes brauchen auf jeden Fall keine mehr. Das ist wohl mehr wie genug. Kaffee geht gut. Schwarzer Tee ist eigentlich auch noch genug da. Nudeln sind jetzt ganz gut weggegangen tatsächlich. Was haben wir noch? Also Kaffee und Nudeln auf jeden Fall schon mal. Da können wir eigentlich eh schon für die drei Packel kaufen. Kaffee ist mehr wert. 1, 2, 3. Nudeln. 1, 2. Nehmen wir 3, passt schon. Toast ist gut. Kaffee. 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 Öl haben wir noch, einen schwarzen Kaffee, einen schwarzen Tee nehmen wir noch dazu. Und noch Müll und das holen wir jetzt da und den Rest lassen wir jetzt da mal einfach im Konto. Weil, was, Gollum, bei einem Lizenz stand doch was von einstellen, kannst du keine Leute einstellen. Ich kann ja erst bei Level 10 die ersten Kassier einstellen, wir sind erst Level 7, siehst du rechts am. Deswegen, nö, momentan geht es tatsächlich noch nicht. Toastbrot haben sie nämlich auch. Ah, okay, gut. Das war vielleicht ein bisschen ein Fehlkauf. Haben sie zwar schon gekauft, aber jetzt nicht die Welt. Bisschen viel Toastbrot gekauft, der Bub. Scheiß drauf. Wenn ich schon drei Pack kaufe, dann muss ich ja dementsprechend die Regale auffüllen. Vielleicht mache ich es ein bisschen günstiger als Toastbrot, glaube ich. Mit Kim 4, dann geht es auf Winkel besser. Nein, kaum. Blödsinn, Marktwert 4,75, da gehe ich doch nicht oben von 5, da bin ich deppert. Werden die Leute schon kaufen, gehen ja komplett angerannt. Der Kaffee ist jetzt sogar ein bisschen mehr wert worden, das heißt, der geht gut weg, wahrscheinlich. Mal ganz kurz gucken, was der jetzt der wert war, Marktwert. 11 Dollar. Da erhöhen wir aber eindeutig auf 12, 50, hätte ich gesagt. Oder machen wir 12, 30, damit die Leute sich nicht wieder anschauen. Ja, wisst ihr, wie es ist. So, noch mehr Kaffee. Kaffee, 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 Kaffee. Sehr geil. Was haben wir noch? Nudeln, die sind ganz weggegangen diesmal. Nudeln sind jetzt da, nachdem ich den Preis angepasst habe, die waren ja Verkaufsschlager. Zuerst haben uns Nudeln da und dann habe ich keine mehr. So. Dann hoffen wir, dass wir noch einmal einen erfolgreichen Tag haben. Puderzucker haben wir eh noch ein bisschen an, nicht mehr viel, aber ein bisschen an, hätte ich vielleicht noch nachbestellen können. Ist jetzt nicht so tragisch. Alles andere haben wir ja, und Maß Müll haben wir noch mehr wie genug, Cornflakes haben wir noch zum Saufordern. Ab geht die Luzi, jetzt wird Geld gemacht. Kaffee bis zur Unendlichkeit und noch viel, viel Schwanz. So, Kinder. Ihr Kinderlein kommet. Oh, kommet, kaufet ein! Wann geht der Hype Train? Maxwell, servus, alles klar? Meine Moderatoren, Austrian Franks, time. Grüße. Time to say goodbye. Also, wenn ich meine Zuschauerzahlen von heute wiedergebe, liebe geht raus übrigens, dann ist das ein Spiel, was euch richtig taugt. Weil wir haben noch immer 550 Zuseher und es ist Montag und es ist dreiviertel 10. Geht schon wieder. Der letzte Hype-Train für heute geht schon wieder. Leute, es ist dreiviertel, bald ist der Tag greifen. Ihr müsst's nicht, bitte. Ryuichi, danke für 100 Bits. Ihr müsst nicht. Was ist mit dem... Oh ja, ich trage durch, jetzt ist die Milch schon jetzt teuer. Warte, ich hab das Gefühl, die wollen's, dass ich's einer schenke, gell? Jetzt bin ich eh schon auf 3,30 Runden. Nein, die Ideekraut müssen schlucken. So, Kinder, einkaufen, da, Müll, Eier, alles, komm, geht schon, weiter, ja, sehr gut. 28,70, das sind so komische Beträge.
Das Problem ist, mein Umsatz ist am Vortag nicht viel besser geworden, obwohl so viel einkauft worden ist, weil ich natürlich die Preise dementsprechend jetzt angepasst habe, damit Leute nicht die ganze Zeit sehen, von wegen, alles ist zu teuer. Oha, der hat jetzt aber richtig gut eingekauft. Gern Fuffi aus, sich hat der Geschüttelte. Nächster, ein Milchgeschütteter. Und den zahlst du auch noch mit Bankomat, du Geschüttelter, Alter. Wegen einem Müll, du Hund schaut aus, Alter. Bist du deppert. Wenn ich du war, würde ich auch noch einen Müll kaufen, sag ich dir ganz ehrlich. Du Naturschönheit. Moin, wünsche dir eine gute Nacht, der Mensch, jetzt bleibst du noch da bis zum Schluss, du nicht nerven da, der fixer Kreten. Okay, Kredita, 20 Euro und 40 Cent. Und dann verbisse du dich hier von meiner Ladene. Leider, es kauft sich ein bisschen was. Aber nicht in Österreich gibt noch immer genug Rückständige, wo man nur bar zahlen kann. Ich finde, beides sollte überall möglich sein. Das weiß ich nicht, wie weit das jetzt da war. Oder also ich kenne jetzt keinen Laden. Also Einkaufsgeschäfte, was du nicht mit Karten zahlen kannst. Lörg muss gehen. Dann schreib nicht Lörg, dann schreib gute Nacht. Mit Lörg schreibst du, dass du den Stream nur laufen lässt. Nicht mehr. Und die Liste ist echt schon abartig lang. Hat sich der Ding jetzt da? Ich bin neugierig. Ah, jetzt kommt das alle Löcher aus, Alter. Ganz wild. Es wird heute noch eine wilde Nacht. Aus dem Mund, aus dem überall brötzt bei mir und krötzt. Das ist ja, bin ja schon wann in einer Naturkatastrophe da. So werden sie zu viel genommen. Alter! Madame! Gut eingekauft. Kommst du wegen einem Käse? Mei, gratuliere dir. Wisst ihr, was cool war? Wenn man das Spiel noch irgendwie so eine Meldung gab, so wie da jetzt zum Beispiel, Käse ist aus. Weil ich hab noch mehr wie genug. Aber tut's nicht, die Drecksau. Und Eier zum Beispiel haben wir auch noch welche, was ich weiß, oder? Haben wir keine mehr? Nein, haben wir keine mehr. Entschuldigung, mein Fehler, Eier sind alle weg. Licht. Ja, wenn die Oma einen ganzen Käse zusammenkauft, ne? 46, gut eingekauft, Omi, gut eingekauft. Das Spiel war Multiplayer. Am Anfang denke ich mir, vielleicht ein bisschen langweilig, wenn es noch so wie da jetzt da, was tust du da zu zweit? Da kann einer nur deppert nebenstehen, während der andere kassiert. Aber wenn du mal einen richtigen Lohn hast, so wie, wo wirklich ein Haufen Kunden sind und zwei Kassen hast, da zahlt sich dann ein Multiplayer sicher aus. Aber das Problem ist, was tust du am Anfang im Multiplayer? Weil ich bin jetzt zum Beispiel jetzt nicht überfordert oder was. Das ist alles nur im überschaubaren Rahmen. Vor allem, du, die Leute stressen dich da nicht, gell? Du Prostituierte. Denen ist das da in dem Game tatsächlich scheißegal, ob die da jetzt da 10 Minuten bei der Kasse stehen oder nicht. Sie bleiben einfach, bis du es kassierst. Das ist natürlich der Vorteil. Wenn du da einen Zeitdruck hast, dass die Leute nach 2 Minuten warten, sagen, sie gehen wieder und legen alles zurück, das wäre dann natürlich beschissen. Weil siehst du, du kommst dann, auf einmal kommen sie alle rein und dann kommst du gar nicht mehr nach mit dem Kassieren. Vor allem, weil du wirklich ganz genau rausgehen musst. Jetzt kaufen sie mir auf einmal, zuerst jammert einer, der Käse ist teuer. Jetzt kaufen sie mir auch mit dem Käse, die Depperten. Da muss ich schauen, vielleicht geht es sich aus. Was? So Leute, 2 Minuten. Was denn? Ihr müsst, Leute. Aber die Tage vergängen dann, ganz ehrlich,
echt schnell. Weil es ist schon wieder vorbei. Und diesmal haben sie fast gar keinen. Also, ich will ein bisschen, aber nicht. Schwarzer Tee ist gut gegangen. Oder gehen ohne zu bezahlen. Ja, Starlord, da hat auch keiner. Mein Verdienst bleibt jetzt immer auf die, um die 600 herum. Ist euch das aufgefallen? Ich glaube, ich brauche einfach bessere Ware. Tatsächlich. Das heißt, wir machen jetzt die nächste Ware. Jetzt haben wir die 400er Überschuss, dass ich sage, ich kaufe die nächste Lizenz und trotzdem Produkte einkaufen kann. Das hilft ja nichts, ja, kaufen. Wir hätten eh noch Platz von den Regalen her, wenn wir jetzt da das gescheit Hand haben. Zum Beispiel, ich würde da jetzt zum Beispiel, da ist der Kaffee, schaut's her, ich würde da jetzt Kaffee wegräumen. Wenn sie eh nicht so viel kaufen, dann reichen ja zwei Regale der Wahl einmal, hätte ich gesagt. Räum den da wieder her. Weil jetzt müssen wir die neuen Produkte auch kaufen. D. Schaut eigentlich gut aus. Sehe ich da noch überblieben? Ach du, verarscht mich doch. Toastbrot. Haben wir irgendwo wenig? Nein, das ist ein bisschen Scheiß jetzt da. Ich habe zu viel Toastbrot tatsächlich. Dann lasse ich das da mal noch. Brauche ich gar nicht einsortieren, weil wenn dann keiner kauft, bleibe ich drauf bitten. Käse ist komplett, Eier sind komplett weggegangen, Käse, Milch ist auch fast keiner mehr da. Da brauche ich halt wirklich schon langsam einen zweiten Kühlschrank, aber jetzt muss ich mal die neuen Produkte kaufen. Wobei, ich glaube, ich werde nicht drum herum kommen, dass ich einen neuen Kühlschrank kaufe. Weil was sind jetzt die neuen Produkte? Ist da Kühlwar auch dabei oder ist das nur, das ist sicher Kühlwar dabei, oder? Erdnussbutter. Steht wieder nirgends da, okay, ob das gekühlt werden muss. Aber Kühlschrank. Regal, Regal. Was ist denn was? Tuppiges? Olivenöl, was heißt Tuppiges? Ah, was soll ich da? Regal, Regal, Regal und Regal. Doch, die neue Ware ist tatsächlich alles fürs Regal. Nichts für den Kühlschrank, Gott sei Dank. War ein bisschen Scheiß gewesen. So, Leute. Nimm den größeren Kühlschrank, deinen Platz brauchst du. Ja, aber jetzt gerade erst am nächsten Tag. Ich muss jetzt Ware einkaufen wieder. Wollen wir noch Ware über haben? Da, es ist ja sehr viel weg. Jetzt sind die Cornflakes auch wieder gut gegangen, tatsächlich. Ja, gut, da brauchen wir keine. Nudeln haben wir genug, Toast haben wir genug, Kaffee haben wir genug, Tee haben wir genug, okay? Aber wir brauchen Käse, Milch, Milch habe ich noch. Aber auch nehmen wir die Welt. Wir brauchen aber Käse auf jeden Fall noch. Eier brauchen wir auf jeden Fall. Und vielleicht auch noch eine Milch. So, jetzt habe ich Puderzucker hab ich bestellt. Was habe ich jetzt bestellt? Habe ich jetzt Puderzucker bestellt oder nicht? Nein, habe ich nicht. Puderzucker mag keinen mehr. Brauchen wir auch fast zwei Packel wieder. Wasser brauchen wir. Käse brauchen wir. Eier brauchen wir. Warte, bis das Maximum erreicht. Was habe ich da jetzt alles drinnen? Käse und Wasser, Eier füllen noch, kaufen. Eier. Nehmen wir sicher selber zwei. Achso, jetzt gibt es ja neues Müll auch noch, schau. Jetzt haben wir das Müll da oben und das Müll. Das ist ein bisschen teureres tatsächlich, das ist ein bisschen viel teureres. Dann nehmen wir sicher jetzt aber nur eine einmal, zum Schauen, wie gut dass das weggeht. Olivenöl. Nehmen wir lieber zwei, Erdnussbutter, zwei Spaghetti-Nudeln, ganz wichtig, Basmati-Reis, wir sind schon wieder voll. Ich glaube, ich habe zu wenig Regale. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber egal, wir haben ganz wenig Regale. Und Salz, was ich da jetzt Schachteln habe. Jetzt kann ich echt sortieren, geil. Jetzt habe ich halt ein paar Sachen ein bisschen zu oft. Zum Beispiel da, das nervt mich. Ich würde jetzt zum Beispiel gern die drei Schachteln einfach da drauf stellen, dann hätte ich da wieder einen Platz. Aber das geht nicht, weil ich keine leere Schachtel dafür habe. Und ich kann wahrscheinlich nicht sagen, ich stelle jetzt eins da her und nehme. Nein, sage ich ja, geht nicht. Da brauche ich eine größere Box, steht da gerade. Warte mal, geht das so vielleicht? Box passt nicht zur Größe. Ach, gehen wir nicht an. So, jetzt haben wir da Basmati-Reis, ganz wichtig, Basmati-Reis. Wie bepreisen wir den? Der ist Marktwert 6,91. Das heißt, wenn ich 7,30 verlange, sollte der eigentlich ohne Probleme gehen.
Oma 47 sogar. Ich bin halt einer, ich, weißt du, das Glück ist mit dem Mutigen, meine Freunde. Wo steht da Profit 0? Was ist jetzt Profit? 3,45. Ja, hilft dir nicht, geht dir nicht. Mehl? Wasserfloschen, ganz wichtig. Wir müssen halt auch vielleicht zwischendrin einfach einmal schauen gehen, ob die Regale zum Nachfüllen sind, wenn wir war Überschüsse haben. Sind wir da? Spaghetti-Nudeln, ganz wichtig. 6,62, da können wir 7 verlangen. Wir sind Ende Februar und trotzdem gibt es ja wieder so viel Liebe, das ist abartig. Aber wir sind Level 8 bei 31%, es reicht eh. Also ihr müsst jetzt nicht da komplett eskalieren. Da machen wir noch Müll geht gut weg, dann nehmen wir noch ein zweites Regal voll. Sind wir da? Käse? Ganz wichtig, der geht nämlich auch ganz gut weg. Haben wir zwei Regale mit Käse, der ist diesmal echt gut gegangen. Eier zwar auch, aber ich habe leider nur bei der kleinen Ding eingeschränkt Platz für die Sachen. Aber Eier kriege ich wenigstens eine ganze Schachtel rein. So, den können wir eigentlich auch anstellen, weil da haben wir eh ein Regal voll gemacht. Das Spiel fängt mir echt bocken an. Ah, der Zucker, siehst du, den hätte der fast versammt. Der ist auch gut weggegangen am letzten Tag. Was haben wir da jetzt da? Ah, noch ein Basmati-Reis. Ich stelle den jetzt einmal, bis ich alle Regale eingeräumt habe, her und warte, ob noch Plätze frei sind. Oh, Alter, weil ich einfach weiß, wo es gut weggeht. Zum Beispiel da brauche ich fast zwei, weil der geht echt gut weg jetzt, der Zucker. Ich habe sogar 3 Packel von dem Basmati-Reis gekauft. Bin ich deppert? So kauft man so viel Reis. Alter, Nutella, da gehen ja mehr ein, oder? Was kann ich für das Scheiß? Probieren wir es aber mit 6, vielleicht kaufen sie es ja. Mit viel Glück. Haben wir noch mehr? Aber jetzt, warte, bevor ich jetzt noch mehr, muss ich mal alles einrahmen, was ich noch nicht eingerahmt habe, ein Regalplatz wenigstens. Alter, wie viel Zucker habe ich denn da jetzt? Bin ich deppert? Alter, habe ich jetzt nicht hingeschaut beim Bestellen oder was? 4 komplette Zucker. Jetzt ist sie gleich vorbei, Leute. Jetzt haben wir es eh bald geschafft. Geht da noch was dazu? Nein, echt, das ist okay. Am nächsten Tag starten wir jetzt nicht mehr, aber einrahmen tue ich noch, was geht. So, das ist natürlich 5, ja, das ist teuer. Nehmen wir 6,20 dafür. Weil ich brauche halt echt ein Lager. Da hinten schaut es aus bei mir schon wie bei den Helden. Und da zum Beispiel der neue Reis, der gehört auch eingeräumt. Das dürfte der schweineteurer Reis sein. Alter, der ist viel wert. Da können wir 27. Du geile Butterblume, du Schöne! Der Reis kickt ja mal richtig. Aber jetzt, was haben wir da? Wo sind das jetzt noch? Oh, was ist das? Labal, Salz. Haben wir noch Regal frei? Oh, eins noch. Okay. Wir brauchen eindeutig ein neues Regal und noch einen Kühlschrank. Denn wir sind voll. Ich meine, ich habe ein paar Sachen ein bisschen zu viel. 2,17 $ ist der Marktwert. Wir verlangen dafür 2,50 und passt. Schon gesehen, du kannst nicht einmal einen Dollar mehr verlangen, als was der Marktwert ist, weil dann jammert schon wieder alle nochmal. Und das ist auch nochmal so jetzt, aber das können wir jetzt an. Also tatsächlich, wir brauchen mehr Regale. Das ist alles überblieben, weil ich keinen Platz in die Regale habe. Gut, es sind ein paar überschüssige Platzerl. Das ist als Mehl, nicht Reis. Habe ich gesagt Mehl, oder? Weiß. Ja, ist mir scheiße. Ich hätte gesagt, da werden wir es jetzt gut sein lassen. Speichern. Dieses Spiel ist tatsächlich, ich speichere noch einmal, tatsächlich wirklich in meinen Augen geil. Es ist, also ich kann es euch allen nur empfehlen, holt euch das Game. Also es macht, es bockt richtig. Hands up, then we gonna drop.